Wassertempel haben wir. Wassertempel haben wir. Die spielen das Spiel super raus. So, dann gehen wir mal kurz zu Fuß rüber. Und Rainbow Einhorn Kitty, einen wunderschönen guten Abend und vielen Dank fürs Folgen. Dankeschön. Hey, wie geht's dir? Mir geht's gut. Danke, wie geht's dir? Hast du einen schönen Tag gehabt? Kriegen wir zu welchen paar Herzen? So. Dann rufen wir jetzt gleich mal Epona, weil ich glaube, ein Nachtschwärmer ist auf dem Weg. Und dann gehen wir zu uns Zoras rüber. Und irgendwo, muss doch was sein. Kleiner Wassertempel, meinst du Yabu Yabu? Alle am See habe ich, ja. Ja. Hallo Herr Puffel, Sie machen das gerade. Da raus. Spielstopp. So haben wir's. Oh nein. Jackie, danke für 20 Bits. Hallo Mario, wie geht's dir? Hans, was hast du zu sagen? Guten Tag, wer du? Herr Marco. Sind Sie interessiert an einer Mitgliedschaft im Fanclub des Morgoses und der Randwernartiker? Bitte geben Sie uns zeitnah eine positive Antwort. Mit freundlichen Grüßen der Morgoseran-Fanclub. Der macht aus MFG mit freundlichen Grüßen? Hans, du bist ja turboschlau. Bin sehr entzückt von Ihrer Spielweise. Machen Sie so weiter. Vielen Dank für die netten Worte. Das geht mir wirklich am Arsch vorbei. Ich bin doch hier, hä? So, ja, zu den Zoras. Hans ist einfach krass. War nicht hier auch einer? Oh! Ich bin aufgeregt! Wieso hast du die Herzen nicht ummantelt? Wie bekommt man denn die Herzen ummantelt? Ich werde sie anzeigen. Sie haben eine Straftat begangen. Ich habe die Frage jetzt beantwortet. Mario, was meintest du? Und im kleinen Wassertempel hast du... genau. Yabu Yabu habe ich nachgeschaut als Kind. Haben wir auf jeden Fall alle. Das Tolle an Ocarina of Time ist, als BOTW oder T2K ist, dass man gar nicht auf seine Ausdauer achten muss. Man ist auch relativ langsam unterwegs. Da ist er. Schön. Easy. Meine erste. Aber. Okay, sehr gut. Raus damit. Im Schloss später bekommen wir die verbesserten Herzen, okay. Du hast einen Geist vernichtet. Willst du ihn in einer Flasche aufbewahren? Ja. Du hast einen Nachtschwärmer gefangen. Sehr gut. Hier sieht man den Rand nicht. Ja, ich weiß. Genau, also im Fisch war ich eben drin. Fisch. In dem Mantel der Herzen, das muss ins Schloss den großen Stein wegwerfen. Okay, okay. Wenn sie anzeigt. Ich sag zugeschnitten, Sarah. Fisch, ja, genau. Also ich weiß, wir hätten uns teleportieren können und rüberrennen und, aber dann nehmen wir doch gerne mal hier so Nachtschwärmer mit, wa?
Oh Gott. Dead aim. Dead aim. Gut, ich wäre auch abgehauen. Also bei so einem Mist. Sie macht das ganz hervorragend. Und schoss 14 Mal vorbei. Kommt jetzt wieder. Ich glaube, das freut mich. Willkommen zurück, schön, dass du wieder da bist. Was ist das? Nee, 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 hier will ich gar nicht hin. Umdrehen. Der kam vom Stein. Ich sehe hier gar keinen Stein. Nach Zwiebelland. Da möchte ich mal hin, Papa. Ich muss doch mehr zurück, ne? Da vorne drehen wir mal am Zaun. Dankeschön, Klaubo, für den Support. Danke, danke. So, jetzt. Komm! Dankeschön, Klaubo, oder? Danke, danke. Ach, der kam vom Stein. Genstein meinst du bestimmt. Lol. Easy. Oh mein Gott. Nehmen wir mit. Direkt zwei, Leute. Heute wird ein guter Tag. Ja, genau, Maximilian. Genau. Raus damit. Sehr gut. Wir geben den mal sofort ab. Wir geben den mal kurz sofort ab. Das ist nicht dein Ernst, Epona. Wir haben so viel geübt. Zieh mal noch bei den Gegnern aufs Auge. Das kriege ich nicht hin. Fällt doch fast die Sprache. Einfach grandios. Einfach entzückend. So, schön auf den Hintern klopfen. Haja. So. Upp. Sollen wir eine kleine Pinkelpause mal machen? Wäre es eine Idee? Kurz noch abgeben und dann mal Richtung Bad wandern. Solange sie keinen Humbug machen, ist das alles prima. So, guck mal her. Oh, du bringst mir etwas. Nun, erstaunlich. Das ist ja ein Nachtschwärmer. Nicht genehmigt, okay. 50 Rubine. Um 3 hast du nun 100 Punkte auf dem Nachtschwärmerkonto. Gut. Hast du 1000 Punkte gesammelt, dann wartet eine geniale Belohnung. Das kommt auch, glaube ich, actually auch ganz gut, dass wir das jetzt noch nicht angefangen haben. Wenn ich sehe, was da für Fixes gerade noch die ganze Zeit rauskommen. Super. Dass wir es noch nicht gemacht haben. Naja, Hanni kann mitmachen, Robin wollte mitmachen, Alina macht bestimmt mit. Ich glaube, Felix hört sich interessiert an. Ich weiß nicht, wie das mit dem Crossover ist. Ich würde das halt gerne am PC spielen, ne? Können Sie auch für die Switch schon, das wäre jetzt auch kein Problem. Es sind einmal die Woche, es wird dann auch wieder der Donnerstag sein wie früher. Es hat nur die Verpflichtung für die Leute, man muss nicht jedes Wochenende dabei sein, aber ich sag mal von 4 Wochen 3-mal wäre halt schon cool. Crossplay, genau. Spawnt der da wieder sofort? Wie weit muss ich weg? Ja, aber eine Story Valley und eine schöne Runde gemütlich, das wäre schon cool. Das freut mich, Felix, sehr gerne.
Jackpot. Oh Gott, bestimmt in einer halben Stunde, Hanni, wenn du das schon so schreibst. Ach. Ich hab einen Geist vernichtet. Das ist bestimmt ein Irrlicht, ne? Ein Irrlicht ist das. Ah, okay. Fährt für immer Nachtschwärmer. Ja, ja, verstehe. Komm, kann frei sein. Brauchen wir nicht. Ich hab mich kurz gefreut. Pferd ist Nachtschwärmer. Okay, okay, alles klar. Hm. In 2 Stunden fast erst, okay. Ich hab den getrunken. Ja, doch. Halt sich im Abgang. Moin, warte, ich grüße dich. Soweit ich weiß, Stardew Valley kann man zu 8 spielen. Korrigiert mich gerne, aber ich meine, es müssten 8 sein. Oh, Pfeil und Bomben. Pfeil ist wichtig. Zu 8, ja. Sein ist modded. Also ich würde schon gerne bei 8 bestehen bleiben. Über Mods im Allgemeinen können wir aber reden. Also Ursulas haben wir noch 2 Stück. Und ich würde, glaube ich, sagen, beide sind bei den Zoras. Ich meine, wir haben nämlich alle Tempel durch. Sonst müssen wir nochmal in den Geistertempel. Da waren wir noch nicht. Aber wenn hier einer ist, ich bin hier schon ein paar Mal angeflogen. Hier vorne kann keiner mehr sein. Traktormod. Da müssen wir zusammen überlegen. Da bin ich offen für ein paar Vorschläge. Das wäre auch für die Abwechslung halt ziemlich cool. Ich habe eine gehört. Ich habe eine gehört. Hier ist noch eine. Da oben ist sie. Nur noch eine. Nur noch eine. Sehr, sehr gut. Und einer mit dem Auge irgendwie hier hinten? Jonas, ich grüße dich, wie geht's dir? Oben war noch ein Loch. Was meinst du mit oben war noch ein Loch? Das ist für mich schwierig. Was gibt's beim Stardew Valley? Ich sag mal so, einen Bauernhof aufziehen. Mit ein bisschen Action, aber nicht viel. Gut, ah, das freut mich. Nice, Jonas. Sehr nice. Bei den Fröschen in der Nähe. Da gehen wir noch mal kurz hin. Ich meine aber, es müsste jetzt die Unsichtbare sein. Die Unsichtbare, der hinten irgendwo aus dem geschrieben wurde. Die wieder heiraten, sowas halt, Kinder bekommen, so, ja, genau. Das wird jetzt ein super cozy Game, wirklich. Wenn ihr runterkommen wollt, entspannen wollt, kann ich Stardew Valley einfach nur empfehlen. Ich kenne keine Unsichtbare. Das wurde eben geschrieben. Aber Profi, dafür Biele, Support. Biele, Biele, Biele. Kenne ich auch nicht, bin gespannt. Hier links oben. Okay, mal ein bisschen zurück. Diesmal verkacke ich es nicht. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Warte, bitte Themen wechseln. Ist doch wirklich nicht teuer. Ist nicht teuer. Stardew Valley ist wirklich auch noch preiswert für das Spiel, also was jemand schon da reinstecken kann. Ich habe noch nie 100 Scooties geholt, okay. Geradeaus und dann rechts. Es ist wegen der Zeitverzögerung ein bisschen schwierig. Ich gehe nochmal einen Schniff zurück.
Du meinst denn hier oben irgendwo, Mario? Classic, ja. Mach das, Honey. Gute Heimfahrt. Oh, ist eine tolle Stelle. Oh, es ist eine tolle Stelle. So, jetzt haben wir endlich mal unsere Ruhe hier. So, hier links oben. Da geht eine Leiter hoch. Okay. Dankeschön, Jason. Hör auf, mich zu siezen. Eichhorn Speed kenne ich ja. So, danke, dass du da warst. Eine gute Nacht wünsche ich dir. Okay, wir suchen mal die Leiter erstmal. Die müsste dann irgendwo hier sein. Sie spielen das vorzüglich. Warte, Harry, das schaffst du. Ich glaube an dich. Sag mir, was ich drücken muss. Geil, ich glaube nicht. Ja, die Fresse, Marco. Sag mir, was ich da drücken muss. Deko mit dem Schild. Was für eine Stelle ist denn das mit dem Schild? Auf der anderen Seite vom Plateau. Ist das nicht hier? Ach, so kommen wir aber auch dahin, oder? Ganz am Anfang. Ich gehe einfach mal lang, ja? Ist bestimmt richtig. Wir kommen da an. Thürich, gut, wie geht's hier? Ist das richtig? Da kommen wir nicht hin. Ey, passt auf, ich hole mir die Erbse vorne. Ich suche gerade eine Spinne, ja? Die mir vielleicht noch fehlt. Kamera. Gut, dir. Mir geht's auch gut an der Nachfrage. Ich spring da oben mal ab. Und dann suchen wir ein Loch. Meinst du das Loch hier? Das ist ein fantastischer Puff. Okay, da haben wir es ja gefunden. Ganz am Anfang, am Dekobaum mit dem Schild. Meinst du das Loch? Hier drin ist doch keine, oder? Ganz am Anfang im Dekobaum mit dem Schild? Ah, das doch noch. Schauen wir mal. Bis später, Annie. Gute Fahrt. Gutes Warten. Aber das sieht clear aus. Du willst das hier machen, ne? Das ist halt R1, ne? R1 auf dem Switch Pro Controller. Dup, dup, dup. So, dann gehen wir nochmal hinten. Oh Gott. Die Spielweise ist ausgezeichnet. Also L2 hinten anvisieren, den Kollegen, und dann R1. Willst absolut. Danke für die Hilfe. Das ist schon wieder passiert. Du willst absoluter Pro, Matthias, wo drin? Bei mir ist Z da. Aber er blockt dich. Und du hast ihn jetzt zurückfliegt. Also mit dem Holzschild müsste er eigentlich ja immer wieder zurückfliegen. Tadellos das Ganze. Navi. Nein, wir gehen nicht zu Ganon. Sein Abonnentenziel ja allgemein dieses Jahr die 1000 erreicht. Das wäre ganz cool. Hatte Anfang des Jahres so um die 200. Könnte passen. Trifft mich immer. Finde ich mega komisch. Thank you.
Kann ich leider nicht nachvollziehen, warum das passiert. Ja, unten eine Leiter habe ich, genau. Leiter habe ich. Sollen wir runtergehen, dass wir uns sicher sind? Komm, wir gehen runter. Komm, wir gehen jetzt runter. Da, da, da. Wirklich exzellent. Dasselbe Problem mit dem PC. Procode auf der Switch, der wirft die Nüsse nicht zurück. Bekommen immer Schaden. Also das kenne ich jetzt nicht, ne? Aber wir müssen sie jetzt hören. Die ist hier unten eigentlich, ne? Und sind wir gleich drin. Da fehlt, es gibt wirklich die Unsichtbare. Okay. Die ist ja hier dann im Zoras Reich. Birgit, als Erwachsener, ne? Da ging alles mit Problemen, okay. Mein Lieblingstier ist eine Katze. Katzen sind cool, ich mag Katzen.